Hallo zusammen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier sind wir bei 7 Days to Die mit Aua. Mann. Mit Aua. Mit dabei die Xyra. Hallo. Ja, das ist 7 Days to Die. Nein, und natürlich der Nordisch. Ja, guten Tag. Der Freund. Ja, ja. Ach, ich brauche was zu trinken. Sag doch was. Ja, trink mal was. Was haben wir heute vor? Ja. Ich gehe ein paar Bäume fällen und dann stelle ich Iron Bars her, damit wir unser Häuschen umgittert bekommen. Umgittert? Umgittert. Achso, ihr reißt die Mauer also gar nicht ganz hoch, sondern ihr macht da nachher... Doch. Achso, ihr ja, macht Gitter. Ja, aber durch die Gitter können wir durchschießen. Genau. Ach so. Hier oben kommt ja noch Stahlbeton rüber und hier unten ist dann halt hier. Ne? Ach so. So, ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen Lehm organisieren, weil wir müssen ja nach Auflagen von Madame Xyra müssen wir ja einen Brunnen bauen. Ja. Also werde ich jetzt mal Lehm organisieren, damit wir einen schönen Brunnen haben. Nur mal für die Zuschauer, die nicht regelmäßig gucken, wir dürfen keine unendliche Wasserquelle haben. Hat Xyra gesagt. Das ist auch richtig. Wir, da wir ja schlaue Männer sind, haben gesagt, jetzt in einem internen Teamspeak-Gespräch, dass wir denn einen Brunnen bauen. So, da es aber keine unterirdischen Wasserquellen gibt, müssen wir uns die dann selber erschaffen, sage ich mal. Richtig? Auch korrekt. Richtig. So, das tun wir jetzt, beziehungsweise Nordisch. Ja, war ja wieder klar. Ja, meinst du, ich mach mir die Arbeit? Ja, natürlich. Du musst den Paralleltunnel bauen, damit ich wieder rauskomme. Ja. Wieso, du musst da rauskommen? Ja, muss ich. Willst du so ekliges Wasser trinken, wo ich drin elendig verreckt bin? Nein. Na ja, gut, man kann's abkochen. Ja, aber nee, nicht bei mir. Das geht nicht. Da werde ich... Gesunde Selbsteinschätzung. Schier widerwärtige Sachen mit dem Wasser anstellen. Das bringt auch das Abkochen nichts mehr. Okay, also Projekt Brunnen ist gestartet. Genau. Okay. Dann bau du mal den Brunnen. Du kannst ja schon mal anfangen. Und du weißt ja wieder nicht, wohin, ich weiß ne? Auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo, wie und ja, wie du das vorgestellt hast. Ja, ja. Ich fange einfach an, so wie immer. Ich fange einfach an. Ja, ich mache einfach. Du willst es ja definitiv bei dir im Garten haben, ne? Nee, im Garten muss es nicht unbedingt sein. Sonne? Ich guck gleich mal, ich denk mal irgendwo unterm Haus direkt. Mhm. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Unterm Haus? Ja, nach unten buddeln, da müssen wir unter das Haus, also. Sag mal, Nordisch. Ja. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen gucke, sag mal, hast du heimlich weitergebaut? Ich, wieso? Hm? Hä? Wieso? Wieso habe ich weitergebaut? Ja, wenn ich das Haus jetzt mal so von der Ferne betrachte. Hä? Deine Playboy. Ach so, ja, das war in der Aufnahmepause der letzten Aufnahmesession. Ja, ja. Da habe ich ein bisschen was gemacht. Ja, ja. Weil wir haben nämlich ein Geschoss mehr, wie mir gerade auffällt. Das hatten wir ja schon immer. Nee, so aber nicht. Nee, ja, ein bisschen ausgebaut. Irgendwo muss da ja mal ein Dach drauf. Werde mal gucken. Ja, das ist noch nicht fertig. Da wird noch nicht geguckt. Nein. Zu spät, ich bin drin. Ach so, scheiße. Aha. Brauchen wir denn noch irgendwas? Wir brauchen Holz. Holz. Das heißt, ich gehe farmen oder was? Das wäre gar nicht verkehrt, weil dann kann ich nämlich hier schon mal ein bisschen die Mauer weitermachen. Die Mauer. Also, wo sind denn eigentlich die ganzen Bäume, die ich gepflanzt habe? Weiß ich nicht. Ich habe doch so viele Bäume gepflanzt. Weggelaufen. Maybe. Na ja, gut, ich mache einfach. Was habe ich denn noch im Inventar? Gar nichts. Ach ne, ein paar brauche ich ja auch noch. So. Ein bisschen Munition habe ich euch jetzt schon reingeschmissen. Da kann ich eigentlich auch... Nee, das mache ich gleich. Und zu essen brauchen wir noch. Sehe ich das eigentlich richtig, dass heute die große Horde Nummer 2 kommt? Stimmt. Stimmt, kacke. Nicht gut. Also machen wir mal ein bisschen mehr Munition.
Eigentlich wollten wir unsere Mauer bis dann schon fertig haben. Ich habe leider keine Pfeile mehr, aber ich stelle gleich noch ein bisschen Munition her, ja? Scheiße. Dann komme ich schnell gleich zurück. Wenn du mir Munition herstellst genug, dann kriegst du meine 40 Pfeile. Ja, okay. Ich denke, ich stelle dir genug Munition her. Aber bedenke bitte, dass ich für jeden Fall, den ich dir gebe, brauche ich 3 Patronen mehr. Kein Problem. Alles klar. Wir verstehen uns, Xyre. Oh, schnack, schnack. dieses Handeln. So, so. Ja, mit Bett ist kein Zusammenspiel, das weißt du doch. Natürlich weiß ich das. Du weißt. Moment, da habe ich mich ja gerade widersprochen. Nee. Nein, natürlich. Besseres Teamplay gibt's einer gar nicht. Für alle für Bad. Ja. Auch eigentlich kann ich dann mal ein paar Bäumchen pflanzen gehen jetzt, während das hier so braucht. Das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Ansonsten haben wir nämlich extrem weite Laufwege bald. Ja. Ich pflanze ein paar Bäumchen. Das heißt bald. Ich habe allerdings auch nur 6 Seeds dabei. Ich hole mir gleich nochmal welche von oben. Ich weiß nicht, ich hatte auch so viele gepflanzt, aber irgendwie sind die alle weg. Weiß nicht, können die Zombies die vielleicht umrennen? Ich glaube nicht. Denke ich. Denkst du? Was? Ja, ich kann es ja nicht wissen. Scheiße, wie ging denn das noch? Auf jeden Fall sind die alle weg. Ja, wie ging denn das noch, denn Scheiße? Was denn? Bricks. Nee, es gab doch einmal die normalen Bricks und dann gab es noch die aufgewerteten Bricks. Scheiße, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die gehen. Achso, ich kann ja auch ganz einfach gucken, Mensch. Muss ich gleich mal. Bars. Oh, okay, genau, das war ja etwas mehr. Ah, die Decayed Brick, genau, da sind sie doch. Mit Dings, mit Erde. Ah, okay, ich dachte mit Lehm. So, einmal stellen wir schon mal her, dann geht das nachher schneller. Dann werde ich jetzt erstmal primär die Dinger craften hier, die, die leckeren Stahlbeton-Dinger, damit wir hier so ein bisschen was bewegt kriegen. Ja. Ich habe noch Steine reingeschmissen in den Ofen. Ja. 78 mal Zement haben wir jetzt wieder da. Okay. Ja, ich mache erstmal die fertig, die ich habe. Ja. Weil das nicht so lange dauern wird mit Craften hier, Mann. Was ich jetzt bin mal jetzt, ich muss sagen, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck jetzt, weil ich habe jetzt noch so viel vor, bevor die Horde kommt. Weil ich habe auch noch ein paar Federn habe ich auch noch, da will ich mir auch noch mal ein paar Pfeile draus machen. Mhm. Und nebenbei die Iron Bars, da möchte ich doch ganz gerne noch ein paar fertig haben. Ja, was ich jetzt machen werde, ich gehe jetzt mal rüber in die Häuser nochmal, weil wir haben ja die 7 Tage definitiv rum. Ja. Dann werde ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas Tolles finde. Ja. So, alles klar. Ich höre doch hier irgendwie was auf mich zukriechen. Ja, doch, kann ich erstmal so. Ich glaube, wir haben Schwein oben, ne? Dann können wir uns schön Eier mit Speck machen. Könnte man machen. Ich schau mal nach. Ich will hier hoch, Mann. Also. Ich höre doch hier. Ach, da sind sie. Nee, leider nicht. Ist hier schon jemand? Wo ist jemand? Was? Hier in dem kleinen Dorf? Ich bin zu Hause. Ich bin auch zu Hause. Oha, das ist schon stimmen. Setzt du gerade die Pfeiler nordisch? Ich guck erstmal, wo ich die drin hatte. Ich suche mal danach. Reinforced Concrete, genau. Ach, scheiß auf die Armbrust. Ja. So, 44 Blöcke kann ich erstmal gucken. Wow. Zack. So. Die Pfeiler soll ich setzen. Hä? Okay. Ach so, doof. Wie sind denn das? Hier. Sehr schön. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na toll. So. Oh, hier haben wir ganz viele. 4, 5, 6. Brauchst du Hilfe? Nee, das geht. Müsste hier die Mitte sein. So, ich pflanze jetzt noch ganz viele Bäume.
Ja. Oh, dieses scheiß Dolby Surround ist doch echt von Arsch, oder was? Mecker doch. Ja, nee, das Problem bei diesem Spiel ist, wenn du Dolby Surround hast und das auch noch anhast, du hörst Zombies aus einer Entfernung, dass das echt unrealistisch ist, dass die überhaupt in deiner Nähe sind. Aber du hörst sie schon so nah. Okay. Na, das müssen sie echt nochmal überarbeiten. Aber immerhin hörst du sie rechtzeitig. Das stimmt. Ja, aber so rechtzeitig, dass sie noch nicht mal im Blickwinkel sind. Und? Es verwirrt dich also. Ah! Ja, ein wenig. Na, wenn's nur das ist. Ja, das sind aber ernste Probleme. Das muss man auch mal festhalten. Naja, Probleme. Man kann nicht immer alles schön reden. Bei dir sind das wieder ernste Probleme. Ja. Ich weiß, wir könnten jetzt über den Welthunger reden, aber das sind ernste Probleme. Naja. Spielintern zumindest, ja. Okay. Gut. Ich brauche mehr von allem. Mehr von allem. Ich brauche so viel. Empty, empty, empty. Ach scheiße, ich hätte auch einsetzen können. Ne? Bin auch ein Depp. Wieso ist hier alles empty? Weiß nicht, waren wir vielleicht schon in letzter Zeit nochmal da? Nee. Also Respawn Time habe ich 7 Tage eingestellt. Na, hat das aber nicht ganz. Raus hier, raus hier, raus hier. Okay. Warum sehe ich dich schon wieder sterben? Oder eher höre ich dich schon wieder sterben? Ja, ich weiß auch nicht, wo die jetzt gerade herkommen. Was denn? Jungs, kommt ihr klar? Ich komme klar. Ja, alles tutti, alles tutti. Alles in Ordnung, mein Schatz. Alles ja gut. Geh, Toto Hund! Ich hab keine Probleme. Ich hab keine Probleme. Geh, tot! Lassen wir es dabei. Jo. So, irgendwie brauchen wir noch was zu futtern. Das ist ja alles nicht so. Nicht so geil, nee, eigentlich. Das stimmt. Wir haben recht wenig. War einer von euch schon mal in den Häusern hinten wieder? Da bin ich gerade bei. Achso, da bist du. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, genau da ist er gerade. Ah, so, ich dachte weiter weg. Alles ruhig hier. Alles total toll und ich easy und. Mal ein bisschen rumlaufen. Mal gucken, vielleicht finde ich hier eine Sau. Ja, eine Sau wäre natürlich schön. Oder weil wir haben ganz viele Eier. Was? Au! Oh, ich verhungere. Kann ja alles halt so wild. Ist. Sieht hier alles so schweinlos aus. Alles empty. Nee, irgendwie haut das mit dem Loot-System noch nicht so ganz hin. Weil hier bei den Häusern ist alles empty. Ist da hinten so ein Schwein oder ist es kein Schwein? Aber das ist auch länger als 7 Tage her, oder nicht? Das ist kein Schwein, scheiße. Weiß ich nicht. Also ich vermute, aber... Man weiß es nicht. Mal will da gar keinen Baum setzen und setzt er immer gleich zwei nebeneinander. Miteinander, nebeneinander, ist ja egal. Ist egal. Ach ja. Keine Sau. Keine Sau zu sehen. Ja, dich. Kein Schwein ruft mich an. So ein McDonald's hier auf der Ecke, wenn ich schlecht. Interessiert sich für mich. Bleib dich hier wohnen. Ist das ein Huhn? Schweig das Telefon. Oh mein Gott. Was denn? Ey, das ist deutsche Kultur. Ja, was? Ja, ja, ist es auch. Aber? Aber nicht hier. Ach so. Genauso aber warum mache ich ganz die denn fertig? Weiß, oh, ich bin so doof. Mit einem Blumenstrauß. Also jetzt übertreiben wir es aber, ne? So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ihr könnt froh sein, dass ich nicht den Text von der Haselnuss kenne. Von Heinus Haselnuss. Sonst hätte ich hier die Haselnuss geschmettert.
Pass mal auf, wenn Xyra anfängt, piep, piep, piep zu singen. Piep, piep, piep? Piep, piep, piep? Na, dieses komische Küken. Ach so. Ach du Scheiße. Das mach ich doch gar nicht. Was redest du hier? Privat machst du das. Aha. Hier tun sich wieder Abgründe auf. Nein. Doch. Da stehe ich zu. Ach so. Nein. Und hast du ja bis jetzt noch gar nicht. Und du weißt noch nicht mal, wie tief diese Abgründe bei ihr sind. Okay. Ich habe eben Spaß am Leben und ich mache gerne Blödsinn. Kurze Ansage. Mich. Was? Ist die Folge schon jetzt Ende? Da marschiert eine Horde auf uns zu. Okay. Oh, auf uns oder auf dich? Nö, sie hält an. Ach so, na dann. Sie bleibt einfach stehen. Ja, das ist doch gut. Dann lass sie doch da stehen. Ja. Also so sehen die Zombies von nahen aus. Okay. Oh, der ist aber recht schick gelungen. Gucken wir mal bei den Frauen. Festgebacken oder was? Festgebuckt. Ich habe keine Ahnung. Es kann natürlich auch an mir liegen jetzt gerade. Oh, jetzt bewegen sie sich wieder. jetzt sind sie wieder. Jetzt muss ich wieder weggehen. Ich gehe mal wieder ran. Vielleicht bleiben sie stehen, freundlicherweise. Weil ich habe noch nicht alle... Nein, sie bleiben nicht stehen. Töte sie einfach. Rede nicht mit ihnen, ja, töte sie. Ich töte sie! Dabei. Stirb! Du Hund! Ich treffe hier erstmal meine nächtlichen Vorbereitungen. Da kommen aber noch mehr. Jetzt laufe ich wie ein Depp hier durch die Gegend und finde nicht ein... Bah! Wo kommt der noch einmal her? Ja, das ist eine kleine Horde. Oh, daneben. Also ich Zombies waren ja noch nicht da. Crossbow, ne? Das ist... Wir werden nie Freunde werden. Ey, irgendwas ist doch gerade passiert. Irgendwas ist doch gerade passiert. Wieso? Es war... Nix. Ein Scheiß war hier. Überhaupt nix. Und jetzt auf einmal, bumm, sind hier Zombies und zack, Schweine. Oder also ein Schwein, aber... Wo ich jetzt nicht mehr weiß, wo das Scheißschwein ist. Wo bist du, Missvieh? Also ich habe jetzt gleich keine 40 Pfeile mehr für dich. Dann gibt's auch keine Munition. Aber dafür halte ich die Horde fern. Die Kleine. Die Kleine kriege ich auch mit Sledgy hin. Ich habe keinen Sledgy. Du bastelst mir keinen. Was? Ich hab dir das letzte Mal einen gebastelt. Nein. Uns beide. Ja. Uns beiden. Oh ja, mein Lieber. Doch, doch. Kann ich bestätigen. Muss ich bestätigen. Ja. Ich hab ja auch einen. Schweige und schwitze Nordisch. Das tue ich so oder so. Egal, was ich sag. So, da hinten ist noch ein. Ah, da. Hallo, Mädchen. Habe ich ja vielleicht die Chance, dass ich vielleicht hier auch noch mehr finde. Hm? So. Schwein. Kein Schwein. Und es war Sommer. Das allererste Mal. Ja, das geht ja noch. Das ist ja noch in Ordnung. Und als ein Mann sah ich... Ah, jetzt haben wir es wieder. Jetzt bleiben sie wieder stehen. Einmal Nahaufnahme. So sehen die Zombies von nahen aus. Er sagt... Gleich obwohl das, es ist auch wirklich kein schöner Zombie, das wollte ich dazu jetzt mal sagen. Ja nun, wir sind ja auch nicht bei Germany's Next Top Zombie oder so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei diesen grauen Zombies, dass der... Ach so, warte mal, wenn ich jetzt so gucke und so gucke. Aha. Also der... Zweite und dritte Finger ist zusammengewachsen. Ist das eigentlich schon mal... Und wenn ich so gucke, ist der vierte und fünfte Finger... Nee, der dritte und vierte zusammengewachsen. Aha. Also, wenn uns das in Anbetracht unserer nächtlichen Strategie gegen Zombies in irgendeiner Art und Weise helfen sollte, dann teilt uns das mit. Nee, ich wollte ja nur mal drauf eingehen. Also, wenn man schon mal die Chance hat, sich die Zombies voneinander anzugucken, sollte man das machen. Ja, meinetwegen. Was hab ich hier eigentlich für einen Buff? Ach, da haben wir auch noch Federn. Das ist ja gar nicht verkehrt. Also, wir sind immer hartnäckig. Dann kann ich da ja auch noch ein paar machen. Oh, schon wieder eine Taschenlampe. Was soll man mit diesen verfickten Taschenlampen? Ich habe keine Ahnung. Also, da müssen sie sich definitiv noch was ausdenken. Also, wenn ich das hier so sehe, dann brauchen wir noch wesentlich mehr Maispflanzen. Naja, wenn man hier nichts mehr findet an Essen, dann müssen wir selber welches herstellen. Ganz dringend. Denn hoffe ich, dass wir Kartoffeln finden. Ach nee, wir haben schon eine, oder?
Wir haben schon mehrere Kartoffelpflanzen, ja. Ich habe auch noch ein Seed gefunden. Aber wir haben eigentlich genug Kartoffeln, das ist nicht das Problem. Ich laufe auch noch mal rum und versuche noch mal irgendwie ein Schwein oder so zu finden. Bin nebenbei jetzt sowieso die ganze Zeit am Craften, also... Oh, ich habe mal wieder 79 Federn gesammelt, mal spontan. Leute, wir sind ziemlich am Ende. Oh, stimmt. Warum sag ich das? Das ist nicht mein Job. Genau, warum sagt sie das? Was soll das? Also Leute, ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber wir sollten jetzt die Folge langsam beenden. Ja. Achso, und was mir einfällt, wenn wir schon alle unterwegs sind, ne, wir sollten gelbe Blumen sammeln. Wir haben nämlich keine mehr. Unsere sind ja verschwunden. Hier gibt's keine. Definitiv nicht. Da sollten wir vielleicht mal wandern. Wir müssen wieder wandern. Auf Tour. Ja, ich wandere auch schon gerade. Aber das sollten wir vielleicht nicht in dieser Nacht machen. Nee, da hast du vielleicht recht. Oh. Ja, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, sehen wir uns positiverweise mit den alten Verdächtigen wieder in der neuen Folge von 7 Days to Die. Ja. Oh, das guckt euch mal mein Feld an. Ist das nicht hübsch? Was für ein ist Feld? Ist das nicht hübsch? So. Mein Baumwollfeld. Du weißt doch nordisch, wo du drauf arbeitest. wo ich durchgearbeitet habe. Ja, dann hoffe ich, das schaltet wieder ein. In der nächsten Folge mit 7 Days to Die. Tschüss. Tschüss. Tschüss.